Latte. Lasse und Elaste. Okay. Da lacht sich Edlight immer tot, wenn ich das sage. Das kannst du wissen. Da lacht sie sich auch tot, wenn ich sage, das kannst du wissen. Auch typisch Ossi, sagt sie. Ihr wart einfach zu lange weggesperrt. Das ist das Problem. Das stimmt. Nein. 19 Jahre meines Lebens war ich eingesperrt. Halt mal auf da Na unten. Das erklärt jetzt einiges. gut. Ja. Jetzt schauen wir uns mal an, was heute passiert. Wir haben heute eine neue Übung im Petto. Ich hoffe, ihr habt meine Nachricht noch gesehen und konntet euch schon so ein bisschen darauf einstellen. Svenja natürlich insbesondere zu Hause. Wir machen nämlich heute mal alternierende Toe-to-Bar, ja, mit einem Fuß. Aber der Reihe nach. Drei Runden sind's, es sind immer drei Übungen, zwei davon bleiben gleich, nur eine ändert sich, das ist die Übung mit den Gewichten. Wir haben immer 50 Double Unders oder Mountain Climber to Feet, 20 Dual Box Steps Over in der ersten Runde, dann 20 alternierende Toe-to-Bar, eine Minute Pause, dann das gleiche nochmal, allerdings mit Hang Snatch, auch dual, und dann nochmal dasselbe nach der Minute Pause mit Dual Thruster. Und dann solltet ihr so bei 15 Minuten, 15 bis 20 Minuten durch sein. Das ist die Aufgabenstellung. Und danach haben wir noch, Entschuldigung, einen schönen Kraftteil mit Bulgarian Split Squats, Barbell, Romanian Deadlifts. Geht natürlich auch ohne Deadlift, ohne Barbell, und Hip Thrust on Wall. Genau, so schaut's aus. Also recht überschaubar, kriegen wir heute hin. Und dann gehen wir direkt mal ins Warm-up rein und wir machen einen Ausfallschritt. Franzi, du zeigst es mal bitte seitlich, da sieht man das immer so schön, als wenn du einen Mountainclimber machst. Ein Fuß nach vorne, dann wippst du einmal, Fuß neben die Hand, wippst einmal nach und jetzt Sprung zur anderen Seite. Zack, wippen, zack, zack, Sprung, zack, zack, Sprung. 20 Mal dieses bitte. Los geht's. Jawohl, ganz in Ruhe, Uschi braucht gar keine Hektik haben. Der Puls geht nur ein bisschen hoch dabei, ist nicht so schlimm wie bei den normalen Mountainclimbern. Zwanzig, Sandra. Okay. Dann kommt der Inchworm. Ihr geht jetzt nach vorne, macht einen Liegestütz auf den Knien. Wer möchte, kann natürlich auch einen normalen Liegestütz machen. Lauft wieder zurück und geht in den Halbmond. Das Ganze fünfmal. Hat sich das, ist jemand das Video angeguckt von den Kipping alternierenden Totobar? Ja, ich. Okay, Ich gut. auch. Okay, sehr gut. So, dann könnt ihr, wo gucken wir mal, ob alle fertig sind. Svenja arbeitet noch, dann gehen wir nämlich schon mal in die Kippingstange. Kleinen Moment noch. Die Großen brauchen etwas länger. Jawohl. Okay, ab ans Reck und einfach mal reinkipping. 15, 10 bis 15 Stück. Die Svenja macht einfach Sit-ups, erstmal um den Bauch ein bisschen anzukitzeln. Ja, 10 Sit-ups. Und alle, die dann Kipping arbeiten, können jetzt mal einen normalen Kipping und in der nächsten Runde gehen wir dann schon mal so mit einem Bein nach oben, damit ihr mal so ein Gefühl kriegt. Arbeiten wir uns von Runde zu Runde so weiter vor.
Jetzt könnt ihr euch ein Gewicht schnappen und macht mal 10 Boxsteps over, braucht aber keine Hüftstreckung. Wie ihr das haltet, ist euch überlassen. Nachher mit 2 Gewichten macht es wahrscheinlich am meisten Sinn, die seitlich zu halten. Das ist aber auch nicht vorgegeben. Ihr könnt die auch zwischen die Zähne nehmen. Ach, Blödsinn. Los, Helmut? Wieso? Ach so, da ist er ja, weil du gerade weg warst. Oh, hast du aber ein großes Gewicht geholt, hör mal. Also, das ist mir nicht so recht, wenn du gleich so schwer anfängst. Ja, das denke ich, muss. Aber das war, wir mal irgendwie aufgewärmt sind. Ach, das tut ja nur weh. 10-mal der Spaß. Warten kurz, bis alle durch sind. So, und dann gehen wir in Spider-Man to Cossack für 6 Wiederholungen. Also wieder Ausfallschritt nach vorne, aufdrehen, nach hinten in den Cossack Squat. Das auch schön in Ruhe, nicht hektisch. Auch im Cossack mal ein bisschen drin sitzen. Sandra, da haut's mal nicht hin. Jetzt gehst du nach hinten. Nein, nein, Sandra, jetzt geht, nein. Geh noch mal in den Ausfallschritt in den Spider-Man. Das ist immer wieder dasselbe bei dir. So, jetzt gehst du nach hinten, verlagert das Gewicht auf den anderen Fuß und jetzt in den Cossack. Jawohl, da ist der Cossack. Jetzt drehst du das Knie zu mir und gehst in den nächsten Spider-Man. Aufdrehen, nach hinten, Cossack. Das ist, genau, das war eine Wiederholung. Jetzt Knie wieder nach außen drehen. Jawohl, weil du immer gleich aufstehst nach hinten. Dasselbe Bein gleich wieder belastest. Wir wollen aber von Bein zu Bein arbeiten. Jawohl, das ist besser. 6 Wiederholungen davon. Und dann gehen wir in die Kippings rein. Und jetzt schon mal probieren, alternierend mit den Beinen nach oben wippen, als wenn ihr ein Toe-to-Bar macht, aber erstmal so auf Hüfthöhe, damit ihr erstmal nur so das Schwunggefühl kriegt. Und Svenja, du wirst dann alternierende Star Crunches machen. Ja, da machen wir mal ein paar mehr. Kannst aber jetzt auch schon mal so ein bisschen reingehen. Gucke mal, Franzi, super. Jawohl. Ist der Fuß da oben dran, Franzi, gewesen? Ja. Ah, sehr gut. Geht leichter, gell? Ist viel leichter. Ja. Ja, aber ist doch gut. Die Sandra hat zu kurze Beine, sehe ich. Da kannst du gar nichts dafür, Sandra. Da sind einfach die Beine zu kurz. Aber vielleicht geht's ja in der dritten Runde, ja? Also die Beine länger, oder nicht? Ich hoffe. Sandra, schau, bleib du so finster. Bitte? Sandra, schau, bleib du so finster. Hab Angst. Mir geht's heute nicht so gut. Oh je, egal. Jetzt habe ich das gleiche wie du hattest. Mein Papa hat einen Schlaganfall gehabt. Oh nein, scheiße. Ach, überall. Wir wissen es noch nicht. Oh, ja, überall, überall die Papas, ja. Die kann mich da ein bisschen rein. Komm, weiter machen, wir lenken sie ab. Komm. Ja. Snatch, alternierende Snatch, 10 Stück mit einem Gewicht. Berührt bitte beide Seiten am Boden. Auch erstmal zum Reinkommen. Wir üben natürlich nachher nochmal das Duale. Jetzt erstmal einfach snatchen. Oh, oh Gott. Und haben wir verrissen. Verrissen? Ja. Was denn? Das Kreuz. Mit der Dumbbell, die du gerade hattest? Ja. Oh. Helmut, jetzt ist aber. Was ist denn mit dir los? Jetzt habe ich die Kruste. Jetzt habe ich schon die Kruste. Ah, okay, okay, na gut, okay. Darfst auch noch leichtes Gewicht nehmen. Ja.
Okay, dann gehen wir in die letzte Runde rein. Da darf natürlich der Hindu-Push-Up wieder nicht fehlen. Der Jochen-Push, Push-Up, 10 Wiederholungen, Hindu-Push-Up bitte. Also irgendwie ist gerade Verenas Papa, Helmuts Papa, nee, bei dir ist der Stiefvater Helmut, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja. Ja. Da. Sandra. Meine Mitarbeiter schon das Begräbnis leider. Und ja, ja. Freundin von mir, die Birgit, auch der Papa, die Woche gestorben. Ach, irgendwie. Von Verena, der Papa ist gerade mal 68, der hat eine Lungenembolie gehabt. Also dem geht's richtig böse. Aber wir wollen versuchen, positiv zu bleiben und den Stress so ein bisschen im Training vergessen. Deswegen werde ich jetzt nicht mehr drüber reden. Sandra, sieh es mir nach, gell? Alles gut, ja, kein Problem. Okay, dann Truster, macht bitte mal alternierende Truster. Das heißt, ihr geht hoch, könnt oben wechseln, geht in die Knie zum anderen Bein. 10 alternierende Truster. Wenn ihr euch oben nicht getraut, wechselt ihr unten. Ich wechsle mal ganz gerne oben über den Kopf. Ich schmeiß die mir dann so in die andere Hand rein. Aber wenn ihr euch da, wenn ihr Angst habt, dass ihr euch dabei erschlagt, dann wechselt die einfach unten. Darf ich was sagen? Ja. Hätten wir jetzt nicht noch Kippings machen sollen? Wir hätten noch Kippings machen sollen, aber die habe ich vergessen. Okay. Machen wir gleich. Ich habe jetzt hier gerade so ein kleines koordinatives Problem. Gehe ich jetzt jedes Mal zum Boden schon, oder? Ich fahre sie hoch. Nachher machst du Truster mit 2 Gewichten, Svenja. Ja. Aber ich gehe doch runter. Svenja, ein Truster ist hier, Start in der Kniebeuge oben raus. Ja, du hast recht. Richtig, das andere ist ein Cluster. Ja. Ja. Du hast recht. So, und jetzt schaut sich die Sandra mal bei der Franzi oder jeder, der gucken will, mal die Toe-to-Bar alternierend an, Franzi. Komm, hau sie mal raus. Oh. Als kleiner Motivator für die anderen. Jawohl, guck mal. So einfach sind die. Jetzt ist es richtig drin. So, und jetzt die anderen auch nochmal da reingehen, dass wir die Übung gleich mal abgeschlossen haben fürs Workout. Und die Svenja zeigt mir mal aus der Hollow-Position immer den alternierenden. Das heißt, ein Arm bleibt hinten, ein Fuß bleibt unten und dann alternierend Hand zu Fuß. Ja. Jawohl, gut. Kann ich, glaube ich. Ja, Uschi, auch schön. Jetzt habe ich aber die Sandra verpasst. Sandra, zeig du nochmal Sandra schnell, bitte. Jawohl, Svenja, sieht gut aus. So, jetzt versuchst du die Stange zu berühren, Sandra. Jawohl. Komm, hoch die Achsen. Also das rechte Bein geht immer besser als das linke, oder? Ja. Okay, dann fang jetzt mal mit dem linken an. Komm, versuch nochmal, das linke ranzukriegen. Vielleicht geht ja das rechte schlechter. Gucke. Das ist mit dem Schwung, ist das? Ich wollte auch sagen, das ist eine Schwungfrage. Dann mach das nochmal, aber mach's nachher, bevor wir ins Workout gehen, und versuch's mal, beide Füße auf gleiche Höhe zu bringen und dich dann mal so ein bisschen höher zu arbeiten. Dass nicht ein Fuß flacher bleibt wie der andere. Okay. So. Jetzt fühlt ihr euch warm genug für 2 Dumbbells oder wollen wir noch was machen? Ehrlich bitte sein. Ich bin noch gar nicht aufgewärmt. Kleines Gewicht. Also ich kann jetzt mit 2 Zwölfern, würde ich jetzt einmal eine Runde machen und dann auf die 15er gehen. Ja, also wenn Helmut das auch machen kann. Helmut, du kannst auch noch aufwärmen, was du gerne brauchst. Ja, machen. Mach einfach. Wir nehmen uns die Zeit. Und die anderen, die sich getrauen, können schon mal in die Step-Overs gehen mit 2 Gewichten, machen meinetwegen mal 5 Stück. Wie gesagt, auch keine Hüftstellen. Guck mal, Helmut macht freiwillig halbe Burpees. Was ist denn hier los? Nur halbe. So, und jetzt macht jetzt 10 halbe und 10 ganze. Pass auf. Das war der Plan, ja. Warum?
Nein, 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 nein. Genau. Über die Box, also Sandra. Habe ich doch schon 5. Ach so, habe ich nicht gesehen. Du bist immer so schnell. Entschuldigung. Alles gut. Oh. Jawohl. Dann Entspannung, wenn ihr die 5 gemacht habt. Das sind praktisch die 20 Wiederholungen. Die kommen ja nur einmal vor von der ersten Runde. Dann kommen die Snatch. Die könnt ihr zwischen den Beinen Schwung holen oder außerhalb der Beine. Dagmar hat heute früh außerhalb gemacht, allerdings mit 2 Zehnern. Die sind natürlich auch schmaler, deswegen ist es außerhalb ein bisschen leichter. Aber das könnt ihr gerne mal probieren, wo ihr euch wohler fühlt. Ob ihr außerhalb schwingt oder innerhalb der Beine. Direkt nach oben. Nee, 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 Sandra. Wir sind hier nicht beim Clean, wir sind beim Snatch. Direkt über Kopf. Jawohl. Außenhang ne? Bitte? Außenhang, ne? Als wenn ihr auf dem Boden seid. So sah das aus. Aus der Hangposition. Ich mach's mir gerne mal erst schwerer. Okay. So, Uschi, versuche mal, stell dich mal breiter hin, aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, deine Dumbbells sind ziemlich. Muss ja ausmachen, so riesig, ne? Und bei Helmut auch, da wird das auch schwierig. Da haut ihr euch die Knie ab. Dann lieber außerhalb bleiben, dass ihr euch nicht wehtut mit den Dingern. Und das letzte sind dann die Thruster. Da könnt ihr gerne auch nochmal 5 Stück machen, bitte. Okay. Schönste zum Schluss. Warum haben wir nicht am Anfang gemacht? Ja, aber ich glaube, das Gute ist zu wissen, dass man die nur einmal machen muss. Sag mal, sind das 15er, Sandra? Nee. Ich wollte gerade sagen. Aber ich weiß nicht, ob ich das packe mit 15. Naja, das Problem ist, dass du, wenn du 12,5er nimmst, durchrauscht, wie so eine Rakete und dann eine halbe Stunde wartest auf die anderen. Also, ich bin da nicht bei 20 Minuten. Nichts verstanden. Das ist der Tag, wo alles schwerer ist. Bist du der Platz kommt und das hat mich schwer gemacht. Magst du mal bitte ein bisschen scrollen, Jochen? Dann mach's dir doch ein bisschen leichter, Helmut. Dann mach doch 20 Kilo drauf, wenn das zu viel ist. Ich hab's heute früh nicht gemacht und ich hätte es auch nicht mit 20 gemacht, mit 22,5 gemacht. Ich hätte es mit 20 gemacht. Also die Step-Overs wahrscheinlich schon, aber Hangsnatch hätte ich nie hochgekriegt mit 22,5. Und Thruster hätte ich auch lange gebraucht, ja. Mit 22,5. Oh mein Gott. Oh Gott. Ja, aber wenn du da so einen Fünfer-Rhythmus versuchst, Sandra, dann ist das in der Norm, sag ich mal. Dann ist das normal. Die Zeit haben wir bei 20 Minuten. Ja? Das mache ich auch, Sandra. Ich mache auch ganz schnell Pausen. Okay. Okay. Also, will jemand Double anders machen, Sandra? Ja, aber 50 schaffe ich nicht. Dann als Alternative 60? Ja, dann lässt du die 50 einfach aus. Nein, mach 30. Versuche 30 und versuche so eine gute Minute, weil ich denke, die Mountain Climber Fraktion wird so eine Minute maximal brauchen. Und da kannst du dich auch so einpendeln. Wenn du da so bei 30 bist, ist das ja gut. Mountain Climber möchte ich ganz gerne nochmal Demonstration von der Franziska haben, wenn die Svenja soweit ist. Und dann schaut euch das alle nochmal bei der Franzi an, wo die Hüfte dort ist, in der Endposition, nämlich in der Position, jetzt Sprung und Hüfte ist unten, genau. Und jetzt gehst du mal mit den Füßen weiter vor, Franzi, jetzt demonstrierst du mal, wie es viele machen. Die sich's leichter machen, geh mal mit den Füßen näher ran an die Hüfte und spring dann mal, dass der Po oben bleibt. Genau. Genau, das ist so die Variante à la Sandra, was gesagt, ja. Und noch so ein paar andere. Adline nehme ich da auch nicht aus. Also guck, dass die Hüfte da schön unten bleibt, ja. Die letzten Male habe ich es auch korrekt gemacht und es war einfacher wie die hohen. Na, also, siehst du. Ach, weniger Druck auf der Schulter dann, ne? Genau. Umso besser. Okay. Gibt es noch Fragen?
50 Double Unders, beziehungsweise 30 für Sandra, 50 Mountain Climber, Füße neben die Hände, 20 Dual Box Step Over, 20 alternierende Toe to Bar und dann nicht die Pause vergessen. Zweite Runde Hang Snatch, dritte Runde Thruster, der Rest bleibt gleich. Heute früh mussten die übrigens 100 Mountain Climber machen. Also, wir sind gut zu euch heute. Und die mussten normale Toe to Bar machen. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Nein. Wie viele muss ich dann machen? Du hast gesagt, du wolltest nochmal wegen der Anzahl gucken. 25 machst du. Oder nee, wir bleiben gerade, mach 26. Comprende? Nee. Nee. Sie. Ich habe sie verstanden. Sie. Ja, hab ich auch gesagt. Sie. Okay. 26. Okay. Dann starten wir in 10 Sekunden. Viel Spaß, haut rein und los geht's. Jawohl, die ersten gehen in die 20 Box aber über eine Minute ist gleich um. Sandra, bei uns war jetzt. Nur damit du ein Gefühl hast. Ja, eine Pause ist durchaus nachvollziehbar bei 20 Stück, die müsst ihr nicht durchballern. Svenja geht in die Bauchübung. Franzi geht an die Stange. Oh Gott, der Arme. Na komm, rein. Sehr schön. Drei Minuten auf der Uhr. Waren das 10, Franzi? Ja. Gut. Komm, dranbleiben. Und Uschi geht ans Reck. Jochen? Ja? Zeit. 3:26. Danke. Bei 4:26 geht's wieder los. Jawohl, Franzi, 3:39 oder 38. Nächste Runde dann Hang Snatch.
10 Sekunden, Svenja. Hast du mir Bescheid? Ja, 3, 2, 1, Svenja. Und Franzi müsste jetzt auch. Jawohl, Franzi, los geht's. Helmut, du bist in der Pause, oder? Ja. Okay. 4,56, glaube ich, Sandra. Das heißt, bei 5,56 geht's wieder rein. Und Svenja Snatch, komm Franzi, dranbleiben. Das sind die 15er, Svenja, oder? Ja. Sehr gut. Ja. Sehen so schön leicht aus. Jawohl, Helmut, gut. Und komm, Uschi, schwing durch. Schön Schwung holen, jawohl. Oh Gott, ich schaffe es nicht. Probier nochmal, zeig nochmal. Komm, Sandra. Richtig Schwung aufbauen. Jawohl. Genau, nutz den Schwung nach unten mit. Guck mal, schon geht's besser. Super. Dann mach halt 4 Stück am Stück, mach halt 5x4, dann ist das so. Alles gut. Ja. 18, 8, 6, 8, 17, 9, 17 geht's weiter. Danke. Jawohl, Sandra, gut machst du das. Du bist nicht die Einzige, die noch snatcht. Und Franzi, noch nicht ganz. Komm, Uschi, wieder ran. Helmut, fertig. Wie viel noch? 9. 5, okay. Komm, Sandra, wieder aufnehmen.
9:16, Franzi. 10:16 geht's weiter. Jawohl. Wie viel noch, Sandra? Sandra, wie viel noch? Komm, nochmal bitte Schwung aufbauen. Komm, Sandra, wieder rein. Aufheben, auf und schwingen. Jawohl. Super. Genau so. Versuche mal nicht zur Schulter zu gehen, Sandra, sondern wenn du oben bist, ein bisschen eher schon durchschwingen. Dann hast du mehr Schwung schon drin. Super. Jawohl, Uschi. Jawohl. Und geschafft, Sandra. Sandra und Uschi gleich auf. Jawohl, Uschi, komm, versuch schön hoch an die Stange zu kommen. Super. Und Svenja, geht in die Thruster. Mach doch mal 5 Stück, wie es aussieht. Noch. Noch 5. Und komm, Franzi, 5 Stück. 4x5. Gut. Oh Gott, ja, Ah. 10, Svenja? Ja. Gut. Noch 2 Sätze. Ja. Oder taktisch jetzt ein bisschen länger Pause versuchen. 6 und dann hast du nur noch 4. Für den Kopf vielleicht ganz gut, wenn du 6 schaffst jetzt. Ja. Ja, die sehen gut aus, Franzi. Die schauen richtig gut aus. Komm, Sandra, die holst du dir auch. Das läuft, Svenja, jawohl. Waren das 6? 7. Sehr gut, nur noch 3 übrig. Komm, Franzi, auch einen größeren Satz jetzt. Versuch 6 oder 7 zu machen. Wie viel waren das? 6? 5, okay. Svenja, die letzten 3. Jawohl, Svenja fertig, geht in die Bauchübung. Ah, stark, Helmut auch in den Thruster. Komm, Franzi, die letzten 5. Und 5. Jawohl. Komm, Franzi, letzte Mal die Stange, gleich geschafft. Gutes Tempo.14 Minuten auf der Uhr. Fertig? Nein, nächstes Mal. 6, komm. 6 gehen immer.
1, 2, 3, 4, 5 und 14, 24. Ja. Bitte merken, 40, 14, 24. So, Sandra, jetzt geht's um die Wurst. Ja, die sehen doch gar nicht schlecht aus, Sandra. Geh gleich wieder, wenn du an der Schulter bist, gleich wieder in die Knie. Nicht an der Schulter stehen bleiben. Das kostet viel zu viel Kraft, das Halten, Sandra. Gleich von oben nach unten in den nächsten reingehen. Uschi auch, geh gleich nach unten in den nächsten rein. Jawohl, besser. Helmut, komm, könnt ihr mir viel sein, Helmut. Komm, Sandra. Oh, oh. Super. Ja, ja, genau. Ganz genau. Schau dir das an. 3. 4 besser. Danke. Super. 4 besser, Sandra. 4 besser. 4 weniger Time under Tension. Das ist wichtig. Die Zeit unter der Belastung ist viel geringer jetzt. Komm, Sandra, schaffst du. Danke, komm. Helmut, die letzte Übung. Komm, geh rein an die Ringe. Komm, Helmut. Die letzte. Komm, ja, komm. Weiß. Ah, du hast noch 5. 5 noch, Helmut. Nein. Komm. Komm. Das hast du locker, Samuel. Komm. Komm, mal die letzte. Komm. Jawohl. Super. Jawohl, Uschi. Super. Sandra, super. Sandra, hast du 3 Minuten hast du noch. Komm, Uschi, Sandra, ran ans Weg. Komm. Genau. Ihr seid gleich auf. Jawohl, Helmut. Schön sieht das aus. Guck mal, Helmut, wie eine Ballerina. Mega. Schaffst du. Schafft ihr alle. 2,5 Minuten bis kein Cap. Komm. Helmut ist fertig. Komm, Uschi, Sandra, ihr beide seid noch dran. Uschi, komm an. Guck mal, schöner Rhythmus bei Uschi. Jawohl. Wie viel noch, Uschi? 5. Komm. 18,25, Sandra, 18,25 und 25. Fertig! Jetzt! Hat mal einer gefühlt! Ich dachte auch, jetzt komme ich, muss ich nochmal 4 oder 5 raushauen, einer. Hast es aber spannend gemacht, mein lieber Mann. Very, very good. Ich glaube, man muss nur einen machen, sonst zähle ich mich nicht mehr um. Sandra, du hast die beiden 15er bezwungen. Sehr gut. Ja.
Wenn ich auf 28 D oben mache, kann ich 30. Und nicht die dich. Ich muss mal lachen. So, 2 mal 15. Sandra, was war deine Zeit? 18,25. 18,5. Wie schreibe ich das? 25. Wie muss ich schreiben? 20. Wie die Franzosen. Da hast du auch alles mit. Franzi auch 2x15 und Zeit? 14,54. 14,54. Ja. Sehr gut. Svenja? 14,24. Nee, 24. 24. Und auch 24. Die Betonung war 24. Ja. 24. Genau. Das muss ich mal Duolingo, bei Duolingo. Ja, anfangen. Nicht nur Spanisch, sondern auch Schwäbisch. Helmut, hattest du jetzt 22,5 genommen? Ja. Ah, du bist ja verrückt. 2 mal 22,5. Und deine Zeit? 17,32. 17,32. Und die Uschi? 18,45. 12,5 Kilo. 45. 45. 18,45. 45. Die Superzahl ist 45. Lottozahlen heute auch schwer. Jetzt schreibe ich schon hier, anstatt SC schreibe ich schon 45. 45. Okay, Leute. So, Kraftteil schauen wir uns jetzt mal an. Ihr müsst aber nicht eine Langhantel nehmen für die Rumänien Deadlift. Ihr könnt die aber auch, können wir auch mal eigentlich mal machen, auf der Box machen, dass wir die einfach ins Negative machen. Aber eins am anderen. Ihr braucht jetzt einen Gegenstand, wo ihr einen Fuß rauflegt. Bulgarian Split Squats, die kennt ihr schon. Die sollen heute schwer sein. Also da wäre mir ganz recht, wenn ihr die mit 2x15 oder 2x12,5 sowas versucht. Ja? Ich würde vorschlagen, wir gehen einfach gemeinsam gleich in die erste Runde rein. Ich starte einfach nochmal den Timer. Aber wir warten erst, bis alle soweit aufgebaut haben. Und dann gehen wir jede Übung nacheinander durch und haben dann schon die erste Runde erledigt. Ja, wir haben 3 Übungen und starten gemeinsam jetzt in die erste Übung mit den Bulgarian Split Squats. 8 pro Bein. Also ein Fuß hinten aufstellen. Helmut, du kannst einfach Kniebeuge sauberer machen, dass du auch mit der Box Kniebeuge machst. Lass das sein mit den Split Squats, das macht für dich keinen Sinn. Dass du einfach die beiden in die Frontrack-Position nimmst. Okay, guck mal kurz. Svenja ist schon bereit, Franzi ist bereit und Sandra holt sich noch leichtere. Helmut ist bereit, wie es aussieht. 10 Sekunden gebe ich euch. Dann gehen wir mal in die erste Runde rein. Und los geht's. Versucht den Oberkörper schön aufrecht zu halten, Franzi. Jawohl. Genau, Sandra. Super. 8 pro Bein. Super sieht das aus. Uschi, sehe ich nur den... Wenn du ein bisschen zur Seite rücken kannst, Helmut, dass ich dich auch sehe, aber die Uschi vielleicht auch noch ein bisschen, dann wäre ich sehr glücklich. Oh, ja, die Uschi macht das auch mit Absicht. Die guckt immer, wo du bist. Die orientiert sich immer an der Kamera. Ich sehe das schon. So sehe ich das auch. Als die Schauspielerin. Sehr gut, ich mache ein bisschen leichtere Musik rein. So, wenn ihr die habt, könnt ihr die beiden Dumbbells schon auf den Box legen. Und wir warten, bis alle soweit sind.
Wir brauchen die jetzt auf der Box, die Gumballs, genau. Achso, da machen wir die negativ. Genau, wir machen die negativ. Uschi, durch. Ja. So, dann stellen wir uns auf die Box und ich zeige euch das mal hier an der Sofakante. Warte mal, dann mache ich die ein bisschen, meine Kamera ein bisschen höher. So, Romanian Deadlift, Rücken bleibt gerade, runter und wieder hoch. Und die Beine nur ein klein bisschen anknicken, aber nicht wie beim normalen Deadlift. Und wir versuchten leicht ins Negative runterzugehen, dass die eine der Seite der Dumbbell unterhalb der Box sozusagen schwingt oder runterkommt. Versucht das mal, 10 Wiederholungen. Dadurch haben wir ein bisschen mehr Range of Motion. Es sollte ein Tick schwerer sein. Deswegen brauchen wir auch nicht ganz so schwer von den Gewichten zu arbeiten. Guckt bitte bloß, dass die Box stabil steht, dass ihr nicht nach vorne irgendwie überschlagt. Aber das sieht gut aus. Nicht ganz so doll anwinkeln, Svenja. Ja, besser. Und geh noch einen Tick weiter runter, Svenja. Ja, guck mal, da bist du richtig. Und wenn ihr das Gefühl habt, bei 10, das reicht nicht, dann macht ihr einfach 15. Ist mir auch recht, wenn das Gewicht das hergibt. Uschi, lass mal die Dumbbell so ein bisschen nach vorne kippen. Greif die mal an einer Seite, dass sie nach vorne automatisch kippt. Wenn du die hinten greifst, dann kippt die automatisch so ein bisschen nach vorne. Aber sind jetzt eh so gut wie alle fertig. Svenja macht noch ein paar. Also wie viel hast du jetzt gemacht, Franzi? 10. Reichen die aus? Was sagen die anderen? Ich habe da gelesen, 5 Runden. 5 Runden, okay, dann bleiben wir bei 10. Gut. So, und jetzt mal zu Franzi gucken. Die hat die Füße an der Wand. Und wir gehen jetzt mit dem Puppes nach oben, die Hüfte so weit wie möglich nach oben drücken. Jawohl. Und das nicht mit Hektik, sondern mit Ruhe. Sehr schön sieht das aus. Und immer wieder den Boden berühren. 50 Mal. Das sind unsere Hip Thrust, dann nehmen wir kein Gewicht. Heute früh war es mit Gewicht, aber das ist zu umständlich. 50 Stück, die brauchen ein bisschen. Die ersten werden sich ein bisschen langweilig anfühlen, aber das kommt dann spätestens nach 20, dass ihr merkt, ah, okay, jetzt zieht es im hinteren Oberschenkel. Oh nein, schon 20. Oh Gott. Du bist jetzt bei 20? Ja, die reichen mir schon. Und spürst es schon? Ja. Okay. Dann gehen wir auf 30. Wir gehen auf 30, Leute, sonst braucht es wirklich zu lange. 30 Wiederholungen für alle. Ich kriege das schon wieder total in den unteren Rücken. Das ist doch gut. Komm, weiter. Lass ihn jammern. Das liegt an den Flipspots, glaube ich. Ja, beziehungsweise auch an den Rumänien Deadlifts. Sie ziehst ja auch mehr aus dem Rückenstrecker. Aber ist der zu schwach, dann meckert er. Der zu schwach ist was? Dann meckert er. So, nächste Runde, Franzi, wir haben Timecap 20 Minuten. Ihr arbeitet einfach kontinuierlich ab, so weit wie ihr kommt. Geht wieder mit dem Romanian Deadlift los. Die Bulgarian Split Squat, Entschuldigung. 8 pro Bein. Einfach dranbleiben. Helmut, was machst du da unten? Machst du eine Pause? Mir tut die Schulter sogar mit der Ellenbeuge schon weh. Mensch, Helmut, hoffentlich wirst du nicht 70, du, wenn das so weitergeht. Ja, wirklich. So wird das nichts mehr. Echt furchtbar. Du musst bald zum Schlachter. Ja. Hör auf. Ja. Na, Biofleisch, oder?
Das glaubt, das glaubt. Ich maximale Hundefutter. Zähes Hundefutter. Ja, billiges. Das dann beim Aldi verkauft wird. Dann frisst dich Gabi, weil die frisst nur Aldi. Also. Ein preisbewusster Hund. Nee, preisbewusstes Härchen. Frontreckposition ist zu schwer, Helmut, dass du hier oben hältst. Ja. Mit der Schulter. Okay, ich sehe schon. Okay. Oder du nimmst ein Gewicht und hältst es so, Helmut. Vielleicht ist das angenehmer für die Schulter. Schulter ist aber ein neues Leiden. Nein, ich habe einfach jetzt der Übung überbelastet. Das ist jetzt nicht so dramatisch, aber einfach total erschöpft. Ja, verstehe. Svenja, du kannst ja übers Gewicht ein bisschen skalieren, gell? Bei den Romanian Deadlift. Nimmst einfach 12er. Das kann doch nicht sein, dass ich 115 Kilo Deadlifts mache und überhaupt nichts habe. Doch. Das kann sein. Und jetzt bei sowas, dass der Rücken jetzt immer wieder anfängt. Ja, klar. Das hat nichts mit einer Wiederholung zu tun. Ich hab's ja mal erzählt, ich hatte ja fast auch mal einen Workout, wo die Leute, die 200 Kilo gehoben haben, ganz viele Deadlifts machen mussten mit 60 Kilo und die haben gedacht, okay, das geht ja locker fluffig und dann sind sie echt eingebrochen. Allen hat der Rücken zugemacht. Das sieht schön aus, Franzi. Komm, wir versuchen 4 Runden zu schaffen. Komm, Helmut. Du kannst auch die Füße auf die Box legen und dich vor die Box legen. Das geht genauso. Brauchst nicht unbedingt an der Wand bleiben. Aber die Romanian-Dinger, die merke ich jetzt nicht. Die Split-Squats? Die aus Rumänien merkst du nicht, aber die aus Bulgarien. Nee, die aus der Wand. Ah. Der ist von hier. Ah ja. Da fängt es eben an. Ich muss ja nochmal sagen, die Valerie, die hat ja durchgezogen am Wochenende. Ich hab's mir reingezogen. Die ganzen Workouts. Chapeau, oder? Die Valerie? Ja, Wahnsinn. Die hatte nicht mal Muskelkater. Hä? Nix. Oh Gott. Aber ey, Wahnsinn. Richtig stark. Aber die haben so eine scheiß Homepage, wenn man da als Laie hinschaut beim ersten Mal. Und herausfinden will, worum es da geht und was das Format ist und so, dann ist man verloren. Also das ist furchtbar. Naja, aber das kannst du dir schon immer vorm Workout, wird nochmal eingeblendet und erklärt, was das Workout ist, das nächste. Also ich wollte ja, während das Workout war ich auf den sonnigen, schneebedeckten Bergen Österreichs. Ich wollte also vorher einfach lesen, worum es da geht. Und auf einer Sport-Homepage, der den Wettkampf darstellt, sollte man als Laie als allererstes sehen, warum es bei dem Wettkampf geht, und ich weiß es bis jetzt nicht. Okay. Weißt du, was ich im Normalkopf gelernt, oder? Ich habe gerade das Gefühl, du möchtest Zeit rausschlagen, Helmut. Bei welchem Team ist die Valerie da eigentlich dabei? Das habe ich auch nicht rausgefunden.
Düsseldorf. Komm, Helmut, jetzt quatsch nicht, jetzt mache, komm. Sind ja noch 8 Minuten. Ja. Ah, die Uschi kennt schon ihre Pappenheimer. Er quatscht sich in die Pause rein. Ja, ein- und zweimal in unserer Ehe war so das, was ich nicht machen wollte. Da habe ich dann genauso agiert. Kann sich die Uschi noch erinnern. Oh Gott, oh Gott. Also der Abend heute war, dass sie das echt immer rausgeholt haben, ne? Bei einem Workout, die Jungs waren langsamer, da war Valerie mit ihren Kollegen gemacht und dann haben die echt noch ordentlich was wieder gut gemacht. Ganz zeitig. So, Svenja, Franzi, Sandra sind in der dritten Runde. Stütz dich mal ab auf der Box und lass mal die Hüfte runterhängen, Svenja. Geh mal mit dem Bein ein bisschen nach hinten. Genau. Der Counter-Stretch. Hat seine Einzelwerte auch gegeben. Bitte? Ob seine Einzelwerte auch gegeben hat bei dem Wettkampf von der Valerie? Na, ist nur Team. Okay. Die Einzelwertung kommt ab nächste Woche bei den Open. Nächste Woche schon? Nächste Woche Freitag geht's los, ja. Sag mal, die Torres-Dotter, der ist schon wieder schwanger, ne, oder? Echt? Weiß ich nicht. Oder? Keine Ahnung. Ich bin unschuldig. Ah, okay. Also du warst es nicht. Diesmal nicht. Okay. Da werden mir nämlich auf Instagram immer Videos von ihr gezeigt, wo sie schwanger am Workout ist. Und trainieren. Okay. Also ich finde das ja auch immer sehr suspekt, wenn die dann da mit ihrem schwangeren Bauch da so Gewichte werden. Also das hat doch die andere auch gemacht hier. Ja, Tumi, ne? Der Tumi, genau. Hier, Tumi. Alter, die sieht jetzt krasser aus wie vorher, die vor der Schwangerschaft, die Tumi. Stimmt, finde ich. Ich finde es ja, muss man mögen. Das ist die Doris dort, die wir besucht haben, die Rothaarige. Helmut, mache du weiter. Alle anderen reden beim Training und du bleibst immer stehen. Jetzt mache einfach weiter. Ich bin zwischen zwei Übungen. Entschuldigung, man darf ja wohl noch eine wohlverdiente Pause zwischen zwei Übungen. Du machst ständig Pause. Alles nur Ausreden, Helmut. Das ist schon hier, oder? Ja. Hüfte höher, Svenja, komm, drück noch ein bisschen mehr rein. Jawohl. Oh Gott, oh Gott. Franzi ist in der vierten und letzten Runde.
in my favorite jeans. We'll never be closer than this. Hold the door and take a breath in slow motion. Ja, Tumi habe ich zuletzt gesehen, wo sie schwanger war. Die muss ich nachher mal googeln. Ich habe heute ein Bild gesehen von ihr, da dachte ich, Alter, die hat ja noch mehr Bauchmuskeln gekriegt. Richtig geil aus. Finde ich schon befremdlich, wenn das so raus, so doll raus will. Was mache ich eigentlich doch? Gleich geschafft, Franzi, komm. Oh, das ist schlimm heute. Schlag ausmacht, ne? Jawohl, Sandra. Aber ich habe am Sonntag noch eine Athletin gesehen, die da einen Workout weggehauen hat. Als Einzelstarterin. Als Einzelstarterin beim Mannschaftswettkampf. Nee. Die Eddie. Sag, wenn Mannschaftswettkampf. Wer ist Eddie? Deine Freundin. Ach so. Ja. Deine. Eddie, das klingt so bescheuert. Lebensabschnittsgefährtin. Lebensabschnittsgefährtin. Ach, die für meinen letzten Lebensabschnitt, die meinst du? Genau. Und sie hat ja auch ein Nahtoderlebnis gehabt. In ihrem roten Superschleiß. Ich verstehe dich ganz schlecht, Franzi, das schallt so. Also vielleicht geht es den anderen besser, aber ich verstehe kaum, was du sagst oder fragst. Auf jeden Fall hat die das Workout zerstört natürlich, war ja klar. Vorher waren die Zeiten der anderen gar nicht so schlecht. Und dann kam Eddie. Sie hat immer noch, der Franzi sogar noch mal mehr als eine Runde abgenommen. Ja. Und ich war im Nachgang ganz froh, dass ich telefonisch nicht erreichbar war. Ich habe nämlich die Sandra noch angerufen, ob sie mitmachen will, aber dann habe ich sie nicht erreicht und dann sind wir gestartet. Aber das wäre, glaube ich, der Kampf der Titaninnen gewesen. Na, bei sowas ist Adelaide nicht zu schlagen, muss man ehrlich sagen. Ja. Da ist einfach unschlagbar. Aber wenn da noch Sandra, Franzi und Eddie, wenn die das zusammen im Dreier gemacht hätten. Wenn Eddie mitmacht, dann macht das keinen Spaß, weil sie immer schneller sind. Wie die Burpees zum Schluss noch raus. Ich dachte, ich sehe nicht richtig, wie die Burpees wegballert. Also unglaublich. Ich hatte abends YouTube aufgemacht, weil ich bei Valerie gucken wollte, wo ich zu Hause war. Und dann wurde mir als allererstes auf der Startseite das Video von Eddie gezeigt. Und dann habe ich gedacht so, ach Gott, Video beweist die Arme. Und dann habe ich zum Ende hin vorgescrollt und habe gedacht, ja, alles klar, sieben Runden. Ja, ist richtig krass. Die ist die erste Runde, ist die aus diesen 10 Wiederholungen, die 4 Übungen, ist die bei 1 Minute 45 rausgegangen. Und zum Glück in der zweiten Runde hat sie dann auch gemerkt, dass es anstrengend ist. Ja. Ist morgen früh 7:30 oder später? Morgen früh ist 7:30. Wie immer.
Ja, es war ja manchmal verzögert, aber weil da wenig da waren. Ja, ja, wenn der alte Silberrücken macht, dann ist es um 8, ja. Aber morgen früh ist um 7:30. Wie, dann bist du morgen Abend nicht da? Nee, ich muss morgen Auto in die Werkstatt bringen. Dann schauen wir mal, wen die Svenja noch hat. Da waren nämlich 2 angemeldet. Doch, das nicht.